Eigentlich geht es hier jetzt hier in der Staffel darum, nach Em Lomar zu gelangen. Und wenn es dann jetzt so ganz in so eine andere Ecke geht. Ich weiß es halt nicht. Mir ist das egal, ne? Mir ist das egal. So. Ah ja, hier ein bisschen Geröll nehmen wir uns direkt mal mit. Auch überhaupt, ne? Geröll sollte man ja gar nicht liegen lassen. Das ist ja auch wegen dem Feuerstein ist das ja auch gut, ne? Und wie gesagt, ich baue mit dem Geröll halt auch sehr gerne Wege. Ich nehme es gerne mit in tiefe Höhlen, um Lavaseen aufzufüllen, die sehr tief sind. Ja, da kann ich dann schön das. Ist die Spinne noch da? Die ist auch weg inzwischen, ne? Da ist ja noch eine ganze Menge da unten. Dennoch, Leute, ich mache das jetzt so. Das war schon sehr nett hier und ich würde sagen, wenn ihr wirklich wollt, hoppla, 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 dass ich tatsächlich noch bis ganz nach unten oder jedenfalls irgendwie noch viel weiter in diese Höhle hier gehe, dann mache ich da wie versprochen einfach mal eine Sonderfolge noch mit. Die Höhle rennt uns ja nicht weg. Es sei denn, ich lösche aus Versehen meine Welt. Na, mir ist alles zuzutrauen. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, nicht zu sehr in Sicherheit wähnen, ja. Ich glaube, wir haben es gleich. Hier geht's hoch. Wir sind jetzt auf unserem Weg. Und es sollte uns eigentlich keine Gefahr mehr drohen. Denn es ist draußen hell. Ich reiß auch diesen. Ach, ich glaube, das ist nicht nötig. Den lasse ich jetzt einfach dran. Ach, komm, weg damit. Dann kann da gar nichts passieren. Jetzt holen wir uns natürlich den zweiten Wolf. Komm, zweiter Wolf, es geht weiter. Jetzt sieht die Höhle schon ganz anders aus als vorher. Der Wolf, der schubst uns immer. Jetzt ist er wieder da runtergesprungen. Gut, ich renne einfach weiter. Ach ja, hier ist dieser Durchgang, ne? Ja, da bist du ja. Kommst du hier durch? Kommst du hier durch? Komm. Ich schaue eben, wie spät es ist. Fadadai. Es ist Mittag. Ja, pass auf. Ich mache es so. Wir gucken uns hier noch ein bisschen um. Wir verlassen den Weg etwas. Es gibt noch mehr zu sehen, ne? Hier, das war, glaube ich, so die erste Wüste, die ich so gesehen habe. Da wurden gerade diese Biomes eingeführt, also diese verschiedenen Terrains. Ne? Deswegen auch hier diese scharfen Kanten, die ich in dieser Gegend hier habe. Da wurde wohl irgendwas Neues eingeführt und dann. Neue Weltenabschnitte sind dann etwas merkwürdig generiert worden. Ach, jetzt gehen wir hier mal weiter. Mal sehen, was es da noch gibt. Zum Beispiel diese schönen. Also mir fällt halt jetzt auch auf, dass diese Welt, die würde ich auch als episch bezeichnen, ne? Die ich hier so habe. Also irgendwie, was das hier so gibt, ist an allen Ecken und Enden. Ach, da ist auch wieder Kohle. Die lassen wir jetzt auch da. Jetzt ist es ja schön hier. Komm, nehmen wir die Kohle mit. Das wird total viel. Was blubbert denn da? Ach, das ist hier zweiter Wolf. Ja, ich weiß, jetzt werden jetzt auch wieder einige sagen, hey, nimm doch mal den Metallaxt. Metallhacke. Da geht das schneller, ne? Ja, aber ich bin Sparfuchs. Guckt euch mal meine ersten Folgen an, ne? Da bin ich bin einfach Sparfuchs. Ich kann einfach nicht damit umgehen, das gute Eisen für etwas anderes zu verbrauchen als für Eisenbahnschienen. Das macht mich dann ganz nervös. Ich habe dann immer den Eindruck, ich kriege das gar nicht dann hin. Da oben quälen wir uns jetzt nicht hin. Wir genießen hier diese Bucht.
Und dann reicht uns das. Was ist das denn da? Sehr mehr aus unserem Ungeheuer. Ja, super. Ah, hallo. Hallo. Hehehe. Tinte eingesackt, aber in rauen Massen. Zwei Stück hat er uns abgegeben. Wobei ich die ja sehr mag. Ne? Das habe ich ja schon in meinen Basics-Serien, da habe ich das schon erzählt. Ich mag Tintenfische. Also hier in Minecraft jedenfalls. Und auf dem Grill. Auf dem Grill. Auf dem Grill. So. Ja, hallo. Ihr willst spielen, ne? Ja, ich merke das schon. Hier, Holzstöckchen. Hier, pass auf. Holz. Na komm, hol es. Hol sich höchstens das Huhn. So, jetzt müssen wir natürlich unseren Weg wiederfinden. Und dann weiter. Auf unserer Strecke... Ah ja, interessant zu sehen, dass hier... die Sonne langsam ihr Licht ausbläst. Da ist unser Weg wieder. Da sind wir hergekommen. Ja, wir machen dich jetzt auf darunter und dann stehen wir auch mitten in der Wüste. Wie bitte? Was ist denn mit dir? Mach doch nicht so einen Alarm. Hast du Aua gemacht oder was? Ja, ist noch okay. Seht mal, schön. Ja. Na, wo geht der Weg wohl lang? Hier geht er lang, ne? Da hinten das Gebirge am Horizont, das ist auch irgendwie völlig beeindruckend, so irgendwie. Hier mein lächerlicher Weg, den ich hier so angelegt habe. Vorher standen da nur die Fackeln. Das reicht eigentlich auch schon. Da muss man immer nur dem Fackelschein hinterherlaufen. So, hier ist eine Schutzhütte. Ja, Wolfi. Warte mal, du bleibst jetzt ja mal wieder hier sitzen. Ich wollte da nämlich noch eben einen Abstecher zu der Höhle da hinten machen. Ist schon beleuchtet, da war ich schon. Aber hier seht ihr auch diese harte Kante. Ich habe gerade ein Sled gehört. Aber hallo. Ihr seht hier auch diese harte Kante, von der ich vorhin erzählt. Sie geht ja wirklich noch so 500 Meter, sag ich mal, da hinten rein. Da ist auch wieder die Eisenbahnstrecke. Und eine Eisenbahnstation. Ja, ja. Ja. Hallo? Haben wir jetzt hier einen Dungeon oder was ist los? Ich habe hier noch nie gehört, dass... Wieso? Komm, gib laut. Gib laut. Ja, toll. Jetzt haben die gerafft, dass ich sie auf dem Kicker habe. Hier, das... Da seht ihr die Kante. Die geht hier so richtig... ne? In der Höhle war ich auch schon... Sicher können wir uns natürlich niemals sein. In der Höhle war ich dann doch noch nicht so wirklich. Droht uns denn hier gar noch eine böse Überraschung? Ich höre schon wieder ein Gerippe. Hier kann man auch rauslaufen. Das ist diesmal kein Aluminiumschaf. Oh, es wird dunkel, Leute. Ach, was mache ich denn hier? Komm, da laufen wir wieder. Hier ist noch die Bahnstrecke, ne? So, aber wir rennen jetzt mal zurück. Da haben wir ja auch unseren Hund zurückgelassen. Obwohl, ich möchte nie Hund zu dem sagen, weil der ist, das klingt so zahm, so unwild. So, hier geht's jetzt weiter zurück. Da vorne sind wir dann auch in Sicherheit. Den Hund, den versuchen wir mal mit in die Hütte zu nehmen. Zack, komm mal mit. Ja, komm mal mit hier rein. Das ist sonst zu gefährlich da draußen.
völlig die lächerliche Hütte. Ja, wo bist du denn? Komm. Ja, komm. Ja, wunderbar. Und sitz. Passt die auf der Tür, an der Tür auf. So, das ist ja wirklich nur ein Sandhaufen, da wo ich reingewühlt habe. Oben habe ich dann Lehm drüber gemacht, ne? Damit es nicht zusammenbricht. Auch keine Fenster drin, das ist also wirklich echt voll provisorisch, aber es reicht im Grunde auch. Ja, ich habe hier auch schon gegen Skelette gekämpft. Hier sogar extra so ein ausgehoben, damit die hier so rankommen. Naja. Noch sehe ich nichts draußen. Ja, wir sind doch in Sicherheit, solange wir jetzt nicht so. Das bei Creepern, das ist immer gefährlich, wenn da kein Fenster ist, ne? Sondern nur Luft, ein Luftloch. Dann, können die natürlich explodieren. Dann ist das nicht so schön. Sei doch mal ruhig. Hast du Hunger? Was habe ich denn? Was für dich dabei? Habe ich vielleicht noch was in der Kiste? Nee, möchtest du ein Kotelett haben? Bleib mal sitzen. Du kriegst aber nichts zu fressen. Du hast überhaupt nichts gemacht. Oder bist du gar nicht verletzt? Okay. Ja, ich sag mal, bis hierhin haben wir es schon mal geschafft, ne? Das ist jetzt ein Drittel des Weges, sag ich mal. Ungefähr so. Ne? Und dann schaue ich mal, dass wir die Nacht, die kann ich ja abkürzen. Ich muss jetzt auch mal eben einen kleinen Stopp einlegen. Und mal auch checken, wie viel ich überhaupt schon aufgenommen habe. Bla bla bla. Und erstmal dann vielen Dank nochmal fürs Zusehen und dann geht es dann auch bald weiter mit dem Weg nach M. Loma. Bis dann.